Wir gehen da mal eben schnell hin. Das ist am Anfang von dem Tempel da, als wir das erste Mal da drin waren. Aua. Aua. Da ist er ganz schön in die Ferne geflogen. Und man weiß nicht warum. Mein Schlag war einfach so imposant, da fliegt er einfach weg. Das kann schon mal passieren, ne? Also wenn ich mit dem Finger schnippe, du, da passiert das aber auch. Er war schwach. Hallo. Der ist schon stärker. Na komm. Ja gut. Schild weghauen kann ich, das war's aber auch schon. Schild wegtreten geht aber bei denen gar nicht. Das war's. Er ist tot. Das war's. Er ist tot. So, hier hatten wir doch irgendwo eine Kiste, die verschlossen war, ne? Genau. Da ist der Schlüssel für. Aha. Okay. Hast Kurzschwert und ein Feuerwehr. Ich krieg das Sprechen heute nicht mehr hin. Hast ist ganz toll, bestimmt. Bestimmt so ein Beweglichkeitsschwert. Da. Geschicklichkeitsschwert, ja. Sieht aber auch so aus, als hätte ich dann davon zwei. Ja. Das ist natürlich interessant. Sollte ich irgendwann nochmal einen Geschicklichkeitscharakter spielen? Habe ich tatsächlich nie gespielt. So. Nun aber den eigentlichen Weg entlang. Den Weg, den ich jetzt hier schon eine gefühlt halbe Ewigkeit gehen will. Damit wir auch mal weiterkommen hier in den ganzen Geschehen. Ne, da muss ich gar nicht lang. Ich muss ja hier schon abbiegen. Ich bin verwirrt. Hochgradig verwirrt. Wir nehmen hier mal den Kontrollpunkt eben schnell mit. Vielleicht auch mal ein bisschen skillen hier, beziehungsweise wir haben ja auch noch einen Attributspunkt bekommen, den können wir auch noch mal eben schnell verwenden hier. Einmal zack. Dann Inventar. Gedöns, zack. Charakterentwicklung, Stärke. I need more Stärke. Alles, was wir haben, erstmal in Stärke. So wie zum Thema, ja, wir skillen erstmal Ausdauer auf 20 und sowas. Boah, erstmal nicht. Erstmal nicht. Später. Immer alles später, vielleicht. Eventuell. Sollten wir so viel Skillpunkt haben, dann später. So, jetzt aber erstmal hier rein. Weil hier geht es jetzt erstmal offiziell weiter. So. Hier haben wir schon mal eine Truhe zu Beginn. Schon mal nett. Letzter Wille, Großschwert und feurige Zurückweisung. Und da ist ein Tyrann. Für den Tyrann haben wir, glaube ich, hier sein Herz drin. Und ich glaube, das ist gar nicht mal schlecht bewacht. Ja. Ja, so Kleinigkeiten, die bleiben einem im Kopf. Man weiß nicht so genau, warum. Es ist halt so. Aua. Ich habe dich voll geschlagen und es hat dir nichts gebracht. Willst du mich verarschen? So. Mann, Mann, Mann hier. Also wirklich. So, komm, nimm den mal mit. Was? Achso. Ah, wo kommt denn ihr denn her? Oh, das war aber ein netter Double Kill. So, komm, jetzt will ich aber hier mal, ne? Dass ich, wenn ich sterbe, weil ich habe in Erinnerung, dass ich hier viel gestorben bin, dann auch hier mal wiederbelebt werde. Ist zwar dann direkt vor der Nase vor so einem riesengroßen möchte gern ersten Boss. Aber was soll's.
Eine Kiste. Machen wir mal auf. Eine Kiste. Ist was Schönes drin. Eine ewige Legende. Die Tür kriege ich nicht auf von dieser Seite. Okay. Dann nicht. Dann halt einfach nicht. So, dann können wir uns jetzt hier um die Tür rankommen. Und da ist ja auch noch Zauber. Ja, super. Super Kombo. Ja, kein Problem für das Megaschwert. Eigentlich haben wir eine super Waffe. Aber wir kommen gegen den Wärter im DLC überhaupt nicht an. Oh, diesmal wurde ich zumindest nicht weggeschleudert durch das Rollen. Okay. So. Haben wir das? Aha. Feuriges Feuer. Hallo. Die haben ziemlich schnell, ziemlich tot. Hier ist mal ein Geheimnis, das man irgendwie öffnen kann mit irgendeinem Schalter. Adir weiß, was gut für uns ist. Er mag Bogar schicken. Gehorcht ihnen. Er mag Herrscher schicken. Hört auf sie. Seid dankbar. Sie sind Wissen. Ihr seid es nicht. Okay. Da hinten liegt einer. Kann man ja schon mal von hier aus abschießen. Man weiß ja nie, ob man da irgendwie nochmal hin muss oder sowas. Kannst auch gerne in deinen Tod rollen. Tut er tatsächlich. Okay. Hätten wir es auch geklärt. Das ist eine Tür. Von der anderen Seite blockiert, natürlich. Da ist ein Item. Komme ich da einfach so rum? Ja, hey! Eine leere Flasche. Die hilft mir sehr. Nein, im Ernst, die hilft mir sehr. Komme ich immer noch nicht durch. Klar. So, da könnten wir zum einen hier durch. Ich mach das auch mal eben schnell, bevor ich dann hier dann durch die Nische da hinten durchgehe. Erstmal gucken, was haben wir hier. Höhle der Lügen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Okay, das war wohl irgendwie ein anderer Demo als den, den wir schon mal getötet haben, weil wir haben extra Sound dafür gekriegt für, es ist halt so, jedes Mal du einen Gegner tötest, den du vorher noch nicht getötet hast, so einen einmaligen, nein nicht einmalig, sondern jede Gegnerart, die du tötest, das erste Mal kriegt halt dann so einen Zusatz extra Sound und sowas. Und das war halt gerade so einer. Da haben wir einen Geist. Oh, Rammen geht also auch dafür. Wusste ich nicht. Jetzt mal zum Dickerchen hin. Ach, für das Dickerchen müssen wir erstmal irgendwelche Hebel da betätigen. Um, das dann alles zu bewerkstelligen. Okay. Eine Sache, die mir noch in Sinn gekommen ist gerade. Müssen wir hier nochmal ganz kurz ein Stückchen zurück. Stand da nicht mal irgendwo... Ja! Hey! Hey, Tusse, hey! Sieh dir diese Wände an, Harkin. Sie erzählen eine Geschichte, wenn man zuhören kann. Was du nicht sagst. Nimm das. Du wirst sehen, was ich meine. Was erzählen sie denn? Was bedeuten die Zeichen an der Wand? Größtenteils alte Geschichten. Soll heißen, ich weiß nichts damit anzufangen. Aber sie könnten dir bei deiner Suche helfen. Mit dem Stein, den ich dir gegeben habe, kannst du sie selbst entziffern. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich könnte auch alles falsch verstanden haben, aber wenn nicht, dann soll mich jemand hier treffen. Treffen und mich an der Hand nehmen? Ich verstehe das nicht. Du bist aber nicht mein Typ. Kannst du dein Buch jetzt lesen? Kannst dein Buch jetzt also lesen? Hast du herausgefunden, was du wolltest? Ja, das kann ich. Aber es ist sehr verwirrend. Ich werde dich damit nicht belästigen. Noch nicht.
Noch mehr für meine Sammlung. Danke. Was? Was für eine Sammlung? Gut, verlassen. Gucken wir uns die Wand mal selber an. Was steht? Die drei Richter besiegten den letzten Herrscher und erfüllten Adir mit hilfloser Raserei. Er war verzweifelt. Also erschien er selbst auf dem Schlachtfeld. Und in diesem Moment wurde der Bastardgott bezwungen. Die Menschheit triumphierte. Ja, es ist jetzt quasi nichts anderes als diese Audiodateien, die kleinen, die wir manchmal finden. Nur nochmal anders. Yay! Aber nun gut. Haben wir auf jeden Fall wieder Zeug zum Anlesen und so weiter. Jetzt waren wir da, da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier lang. Ne, was muss, das muss und so. Ey. Okay, wegspringen hilft manchmal auch. Was haben wir hier denn so? Wow. Ja, triff einfach mal gar nicht. Finde ich gut. Was? Wo kommst denn du her? Ist heute der große Fall von Gegner oder was? Jetzt fallen alle zu Boden. Schlüssel zum rechten Flügel. Aha. Für Sparta. Los, nochmal. Rein mit dir in das Loch. Yeah. So nach dem Motto, das ist Steinwehr. Ne, kann man ja auch mal machen. Wenn man schon hier solche Löcher hat. Einfach mal runter mit den Viechern. Haben wir nichts verloren? Zählen diese Spinnen hier eigentlich auch als Roga-Viecher? Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall lassen die sich inzwischen sehr, sehr easy schnetzeln. So. Was haben wir hier noch so Schönes? Da geht's hoch, da gehen wir gleich lang. Da geht's noch durch. Da haben wir auch eine Runentür. Mit einer Truhe. Hallo Truhe. Ein Stabgriff und Rückgratschlitzer. Stabgriff ist, meine ich, ein Gegenstand, den man über das Spiel halt zusammenbauen kann. Also das Spiel kannst du ja irgendwie ganz normal durchspielen im New Game Plus und im New Game Plus Plus. Ne? Jedes Mal halt ein Plus steht halt für weiteren Schwierigkeitsgrad und sowas. Und diesen Stab kannst du dann über diesen Prozess dann über diese ganzen drei Durchläufe dann zusammenstellen. Ob der jetzt sonderlich gut ist, weiß ich gar nicht. Ich habe den nie zusammengestellt. Und hier in diesem Durchlauf findet man halt an der Stelle das erste Teil von den Dingern. Ne? Ich überlege auch gerade, ob ich hier vom Schmied hier was machen sollte. Ich grüße dich. Ja, ich grüße mich auch. Herstellen. Erstmal mich nicht dahin bringen. Erfahrung einsetzen. Aufmachen. Höhere Giftrune. Erfahrung einsetzen. Aufmachen. Makellose Kraftrune. Wir bräuchten aber halt diese Glücksrune dafür, ne? Hier haben wir ja die Attributskalierung haben wir da drauf. Deswegen macht es unser Schwert ja so stark. Stimmt, ja, war ja was. Das heißt, wenn, dann bräuchten wir dann weitere Glücksruhen. Damit wir dann unser Schwert noch stärker machen können. Mein physischer Schaden ist auch absolut nie verkehrt, ne, aber man weiß nie. Erhören und weiter. Bei ihm seid ihr sicher.
Yay, bei ihm bin ich sicher. Yay.